Hallo zusammen, zurück bei einem neuen Projekt. Wir schauen uns heute ein Spiel an, das sich auf einen klassischen Film bezieht, und zwar auf Alfred Hitchcocks Vertigo. Das Spiel heißt auch so. Und ich bin total gespannt. Alfred Hitchcocks Filme sind einfach meiner Meinung nach echte Klassiker und muss man mal gesehen haben. Und ich bin durch Zufall auf dieses Spiel gestoßen bei Steam und habe ich mir gleich nochmal den Film angeschaut dazu, um mich auf das Spiel einzustimmen. Ich spiele es mit Controller. Das ist nämlich angeblich die beste Lösung hier bei diesem Spiel. Laut Spiel selbst, wenn man es halt startet, ne? Wir schon hören, ist ja auch die Musik so echt Alfred Hitchcock. Dad? Sie auch, sie meinen, mit dem Controller ist es besser, wo er quasi hier sogar seine Füße bewegen. Ah, jetzt haben wir versagt. Dad? Mein Wagen! Jenny! Da mal in den Vertigo-Effekt. Einfach genial. Leben, sterben. Nein, wir leben. Das ist ja Spiel gleich zu Ende. Wollen wir ja nicht. Loslassen! Lass mich los! Die sind im Auto. Jenny! Ich habe meine Familie ermordet. Faye! Ich bin wie mein Dad. Lass mich los! Ich bin wie er! Ich will selber Popcorn essen hier, okay. Ich vermisse dich, Junior. Es wird nicht wieder vorkommen, bitte.
scheint jetzt Julia aber nicht großartig zu interessieren, was da stand. Robert Currigan, Dr. Lomas, wir müssen sofort reden. Ja, sie guckt erst mal, sie und den Zinsen, ne? Und da hinten, ganz hinten in der Ecke, da haben wir den Kammerauftritt von Alfred Hitchcock. Der obligatorische Kammerauftritt in jedem Film, der zum Running Gag wurde. Gibt, glaube ich, nur drei Filme, wo er nicht direkt selbst drin ist. Da ist er dann irgendwie mal nur so ein Zeitungsartikel, also so ein Bild auf einer Zeitung zum Beispiel. Aber sonst ist er eigentlich immer dabei gewesen. Schnelle Rückmeldung. Es geht um einen alten Klienten. Ein Freund aus Big Sur, Ed Miller. Er glaubt, er sei schuld am Tod seiner Tochter und deren Mutter. Er saß am Steuer, als ihr Auto über eine Klippe raste. Und er hat versucht, sich umzubringen. Und er ist jetzt schon seit einer Woche im Krankenhaus. Wegen Höhenangst, glaube ich. Ach, und er war dehydriert. Vermutlich wegen Alkohol. Robert? Kannst du vielleicht... Ich würde alles übernehmen. Fahrtkosten, Hotel, Spesen, einfach alles. Robert. Was immer du brauchst. Ich glaube, ich erinnere mich an Ed Miller. Schriftsteller, mit dem alles anfing. Also wenn das im Spielverlauf jetzt so weitergeht, mit dieser, nennen wir es mal, Kameraführung auch, dann ist das echt super gemacht. Dann haben sie sich wirklich sehr stark an das, was Alfred Hitchcock in seinen Filmen umgesetzt hat, gehalten. Also spezielle Momentaufnahmen, dann allein schon, man hat es quasi gesehen, wie sie da Auto fährt und wie sie nachdenkt. Man hört im Hintergrund ihre Stimmen. Das erinnerte mich so an die eine Szene aus Psycho, wo sie dann mit dem Auto aus der Stadt rausfährt und dann gehen so in ihr so die Gedanken um und man hört es so und sie schaut dann immer so mal nach rechts, nach links. Das haben die echt super hier auch umgesetzt. Und nach einem Interview mit dem Regisseur, das ich gesehen hatte, haben sie sich auch wirklich stark daran halten wollen, um auch dieses Alfred Hitchcock-Gefühl in diesem Spiel umzusetzen. Claire Miller? Ich bin Dr. Lomas. Robert Currigan fragte... Doktor, Sie haben keine Ahnung, wie dankbar ich Ihnen bin, dass Sie Ed nach Hause bringen. Es ist ein weiter Weg von L.A. Wann kommen Sie her? Wenn alles gut geht, dann morgen früh. Ich will sofort mit Ed loslegen. Ich werde Sie erwarten. Ich weiß also nicht, inwieweit das, was wir hier so sagen und auswählen, den Verlauf beeinflusst, aber ich denke schon. Da habe ich mich jetzt nicht so sehr schlau gemacht. Ich habe nur den Trailer gesehen und war sofort begeistert. Schön, Sie kennenzulernen, Ed. Ich bin Dr. Lomas. Doktor in was genau? Doktor. Trotzdem. Bachelor in Psychologie von der UC Berkeley, Master in systemischer und Familienpsychotherapie an der University Warum, of Michigan und Warum? Promoviert in klinischer Psychologie in Stanford.
Okay. Ich gewähre Ihnen Zugriff auf meine Erinnerungen, mein Trauma, mein Zimmer, meine Probleme. Sie haben eine Stunde. Eine. Ja, wir versuchen es mal erst mit Empathie. Ja, du, hör auf hier mit den... Ach, wir können hier Sachen uns anschauen. Wann hat er die zuletzt getragen? Hätte ich diese Art von Höhenangst und könnte nur zu Fuß gehen, wäre mir auch der kalte Fußboden lieber. Keine Bücher, keine Fernbedienung, kein Tablet, kein Handy... Wie verbringt er seine Zeit? Sieht ja aus wie so eine Ente, ja. Ja. Wenig kann einem so sehr die Selbstachtung rauben wie mangelnde Kontrolle über die Verdauung. Kein Wunder, dass es Ed so geht. Er ist aufgeschmissen. Er weiß, dass er sich niemals von allein wieder erholt. Doch das ändert nichts daran, dass er sich von mir bedroht fühlt. Oder ist das nur seine Art, um Hilfe zu bitten? Der Patient hat keinerlei sichtbare Verletzungen am Innenohr. Damit sind physische Ursachen auszuschließen. Es könnte ein Fall von Akrophobie mit neurologischen Ursachen sein, ausgelöst durch die jüngste traumatische Episode, wie Sie schon sagten. Was ist mit seiner Tochter und dieser Frau? Wissen wir da irgendwas? Offiziell hat Mr. Miller keine Kinder. Und wegen dieser Frau, diese Fay... Nein, nichts. Was allerdings Ihren Wunsch angeht, ihn außerhalb des Krankenhauses zu behandeln... Er ist mein Patient, Doktor. Die Uhr läuft, Doktor. Dann gehen wir halt an die Arbeit. Therapie beginnt. Im Zimmer umsehen haben wir schon gemacht. Im Zimmer umsehen, also Therapie beginnt. Sollen wir anfangen? Tick, tack, Doktor. Warum hat Robert Carrigan mich wohl gebeten, Sie zu sehen? Weil er steinreich ist, Schuldgefühle hat oder Langeweile. Ich dachte, Sie wären Freunde. Was macht das für einen Unterschied? Wie geht es Ihnen jetzt gerade? Ziemlich beschissen. Als würde irgendein Arsch ankommen und einem Salz in die Wunde streuen. Klar? Wenn Sie mir nur eine Stunde geben, nutzen wir sie doch sinnvoll, hm? Beschissen? Warum? Warum? Weil ich meine Tochter verloren habe. Weil ich zwei Menschen umgebracht habe. Weil mich alle wie einen Verrückten behandeln. Weil ich in eine Flasche aus einem Dalí-Gemälde schiffe. Weil alles völlig surreal ist. Weil wegen ihnen. Reicht Ihnen beschissen oder soll ich noch weitermachen? Ed, ich bin hier, um zu helfen. Klar, Geld hat bestimmt nichts damit zu tun. Wie viel bezahlt Ihnen Robert denn so? Sie sagen, es sei Ihr Fehler, dass Ihre Tochter und deren Mutter gestorben sind. Und Sie wollen mir nicht glauben. Natürlich. Es gibt keine Belege dafür, dass Sie eine Tochter haben. Ich hatte die Vaterschaft noch nicht anerkannt. Es ist alles so schnell passiert. Überzeugen Sie mich davon, dass diese Fay existiert. Was wollen Sie wissen? Was wollen Sie erzählen? Das ist jetzt etwa ein Jahr her. Basiert jetzt natürlich nicht komplett auf dem Film. Das sind die Themen, die hier aufgegriffen werden und die, das Ganze, die Szenerie drumherum, die es zu Alfred Hitchcock Vertigo machen sollen. Das ist jetzt nicht eins zu eins der Film, da wissen wir, das ist ja. Ich hatte mich gerade zum Arbeiten hingesetzt. Ich hatte seit Jahren eine Schreibblockade.
Da dachte ich an was, das ich mal in einem Interview gesagt hatte. Und wie wir alle unsere Kreativität neu entdecken können, erzählt uns heute Ed Miller, Autor von Gesicht zum Boden, unserer Buchempfehlung des Monats. Ed, darf ich Sie Ed nennen? Willkommen und Glückwunsch. Danke. Wobei ich mir nicht sicher war, ob Sie sich bestechen lassen. Nicht übel, der Kaviar, was? Nur zur Klärung, Sie scherzen. Vergessen Sie nicht, wir sind hier live im Radio. Umso besser. Hört doch eh keiner zu. Okay. Ed, hatten Sie jemals diese Angst vor einem weißen Blatt Papier? Ständig. Und wie gehen Sie damit um? Ich mache da so eine Art Aufwärmübung. Wenn das Hirn nicht anspringen will, muss das unser Körper erledigen. Also lasse ich meine Augen nach einem Ausgangspunkt suchen. Okay, wir sollen jetzt einen Absatz schreiben. Gucken wir uns mal die Vögel da oben an. Gucken wir mal noch weiter. Müssen wir noch einen Baum. Einen Baum. Einen Vögel. Wir nehmen den Baum. Haben meine Augen das Wort gefunden, sind meine Finger an der Reihe. Nach diesem Wort lasse ich Sie schreiben, was Sie wollen. Der Trick ist dabei nicht nachzudenken. Sie sollen frei sein. Magst die Frucht jedes anderen Baumes kosten, nicht aber dieses Baumes. Das Paar ist verletzt, weil derjenige, der ihnen einst alles gab, ihnen nun nicht vertraut. Gebrochenen Herzens im Bewusstsein, dass sie für den einzigen Freund, den sie jemals hatten, nur ein Spielzeug waren, lassen sie sich gegen den Baum fallen. Möchtet ihr gewinnen? Halt eine gespaltene Zunge. Na, nix drin. Entschuldigung, protestieren. Hey, Katze ruft. Echt jetzt? Was ist denn mal da? Kabellose Ladestation, okay. Er hatte also definitiv mal Handy und so weiter. Ich wette, du weißt nicht, woher ich deine Nummer habe. Ist es so? Ich würde dich gerne wiedersehen. Oh, hab wohl einen Ohrring verloren. Falls du... Miau! Was sind nur drei Stücken? Ja, aber Katze. Ich bin auf Diät. Ich komm ja schon, Samuel. Bitte, mach die Tür auf! Ich muss mit der Katze bad. Das ist ein Megatino weiter rum.
tut echt weh. Ich glaube, ich habe hier noch irgendwo eine Säge, falls du eine brauchst. Echt jetzt? Nein, kleiner Scherz. Genau. Kannst du mir helfen? Mein Akku ist leer und hier sind sonst keine Häuser. Ich bin ja kein Arzt, aber das sieht übel aus. Ich habe zwar eigentlich gerade was zu tun, aber ich bringe dich ins Krankenhaus. Nein, lass mal. Hab gerade keinen Job. Ich bin nicht versichert. Ich muss mich hinlegen. Bitte. Keine Sorge, die Krankenhausrechnung übernehme ich. Was? Das kann ich nicht annehmen. Ist bestimmt nichts. Ich muss mich ausruhen. Wenn du verblutest, musst du das aber aufwischen. Darf ich mich abstützen? Vielleicht solltest du lieber fragen, bevor du dich auf jemanden stützt. Moment, langsam. Moment, nicht so schnell. Versteh das bitte nicht falsch, aber das ginge schneller, wenn ich dich tragen würde. Ich kann gehen. Nur nicht so schnell. Da hat er sogar seine Hochschuhe an. Na schön. Trag mich. Okay, ich werde dich da anfassen. Okay? Und da. Und dich hochheben. Okay? Ja, okay. Darf ich? Ist okay für mich. Okay, los geht's. Okay. Hey, bin ich so schwer? Wenn du deinen Rucksack abgenommen hättest. Okay, ich lass dich jetzt los. Moment. Lass mich meinen Rucksack abnehmen. Jetzt? Soll mein Rücken auch wehtun? Meiner tut schon weh. Okay. Darf ich? Du darfst. Ich darf? Ja, bitte. Okay. Endlich. Danke. Alles klar bei dir? Bequem so? So bequem, wie es geht, schätze ich mal. Danke. Wie war nochmal dein Name? Ich bin Ed. Danke, Ed. Ich bin Faye. Könntest du mir etwas Eis bringen? Gib mir mal dein Handy, dann lade ich es dir auf. Ist gar kein Problem. Ich hab mein Auto vor dem Waldeingang stehen lassen. Ich werde darüber gehen und dich in Ruhe lassen, sobald die Schwellung zurückgeht. Okay? So, Handy aufladen, Eis bringen. Jetzt mal wieder in die Küche. Man da, das sieht aber aus wie Wein. Wenn du mir etwas Eis bringen könntest. Ja, kann ich. Warte. Langsam. Oh, perfekt. Du hast alles, ja? Ich bin dann oben. Okay. Faye darf nicht kalt werden? Naja, dann Decke. Ohne Decke?
Komm schon, hau ab. Komm schon. Hopp, weg. So, jetzt wollen wir noch das Handy aufladen. Da oben hat er ja seine Ladeschale gehabt. Wo ist denn? Das ist doch. Ja, jetzt habe ich, glaube ich, zu schnell drauf gedrückt. Wie ich sehe, hast du die Nachricht gelesen. Du willst mir wohl nicht antworten. Meine Freunde haben mich vor dir gewarnt. Schön. Scheiß auf den Ohrring. Hey, du sollst das Handy da draufpacken. Arbeit weiter hinausschieben, erneut lesen. Na, wir machen ja mal weiter. Sonst wird der ja nicht fertig. Bist du da? Ich komme runter. Nein, nein. Ich habe mich nur gefragt, ob du weg bist. Hey, das Eis hat geholfen. Mein Knöchel ist fast wie neu. Das heilt bei dir aber schnell. So ist das immer bei mir. Übrigens, danke für die Decke. Ach, das ist das Mindeste, was ich tun konnte. Ich wollte ja nicht, dass du erfrierst. Unmöglich. Ich bin unsterblich. Außerdem wird mir meistens schnell wieder warm. Hast du schon was gegessen? Ich habe Hunger. Ich kann irgendwas online bestellen. Irgendwas? Das ist mein Lieblingsessen. Spezialität des Hauses. Habe ich gestern bestellt. Und vorgestern. Im Kühlschrank könnten sogar noch Reste sein. Reste? Ich liebe Reste. Ich schaue im Kühlschrank nach. Bestell bitte nichts. Ekel oder Wut? Hier, Wut. Der Henkersbaum kann nicht mehr. Ganz gleich, wie sehr er sich auch bemüht. Schöne Brise heute. Was für ein schöner und stürmischer kleiner Vogel in deinem Auge. Keiner seiner Untermieter sucht das Gespräch mit ihm. Als er den Geruch der Verwesung in seinen Ästen bemerkt, wird er argwöhnisch. Mach ich. Da sieht jemand zufrieden aus. Na, unterbreche ich da gerade was? Aha. Pornos? Reste? Pornos. Das ist etwas,
Ich schreibe da was. Oh, du schreibst? Was schreibst du denn, Ed? Ohne Scheiß? Keine Ahnung. Keine Ahnung, wohin die Reise diesmal gehen soll. Naja, hier, falls du unterwegs Durst kriegst. Sagen wir einfach, dass ich mich so bedanke. Mit seinem Wein her. Das ist sein eigener. Ein Trinkspruch? Darf ich fragen, wo du den her hast? Aus deiner Küche. Ich habe in den Schränken nach was zum Essen gesucht und... Ach, ich dachte, du kennst dich mit Wein aus. Zweifelst du an mir? Ich bin empört. Überzeug mich. Vollmundig mit tiefrubinroter Farbe. Ein Hauch von schwarzer Johannisbeere. Blumige Note. Süße Tannine, klar definierte Säure, markant im Abgang. Rot? Abgemacht. Ich trinke auf dich. Willst du sonst noch was wissen? Frag. Du hast Zeit, bis mein Glas leer ist. Je gewagter die Frage, desto größer der Schluck. Was treibst du hier in Sarrow Lake? Stell dir vor, ich suche jemanden. Wen? Ehrlich gesagt, bin ich nicht sicher. Kleiner Schluck. Ich hoffe, mit der Frage mache ich mir nicht allzu viel kaputt, aber wie alt bist du? 23. Halb so alt wie du. Ah, sehe ich so alt aus? Darauf antworte ich nicht. Mittlerer Schluck. Okay, du hast noch eine. Mach das Beste draus. Was hast du für heute Abend so geplant? Es ist schon spät. Kein Plan. Keine Ahnung, wohin die Reise geht. Glaubst du mir jetzt auch noch meine Worte? Wörter. Jetzt verstehe ich deine Wortgewandtheit. Wolf, Beers, Plath und Poe. Alles tragische Todesfälle. Sollte ich Angst haben? Mein Lieblingsbuch fehlt. Der Sohn des roten Korsaren. Emilio Salgari, stimmt's? Wie ist er gestorben? Selbstmord. Ich sollte Angst haben. Schau an, einer lebt noch. Ich bin gerettet. Du magst Ed Miller? Was fragt man da? Ed Miller? Was für ein Idiot. Ja, das kommt hin. Zudem habe ich sogar eine Geschichte. Also, was gibt's denn da für eine Geschichte? Eine schlimme. Oh. Hm.
Warte mal, ich hab's. Er hat dir den Wein geklaut. Hätte ich nicht zugelassen. Ich war vielleicht 13. Ich war wie besessen von diesem Buch. Also der Billigausgabe. Ich hatte gehört, dass er eine Signierstunde bei Rossmore Books gibt. Ich habe mich krankgestellt, um die Schule zu schwänzen. Meine Eltern haben es nicht geglaubt. Ich wollte während der Pause abhauen und wurde erwischt. Nach der Schule bin ich so schnell gerannt, dass ich mir den Absatz abgebrochen und den Knöchel umgeknickt habe. Aber ich hab's geschafft. Ich hab mich angestellt und gewartet und gewartet. Und als nur noch 3 Leute vor mir waren, da kam so ein älterer Typ, sein Verleger, glaube ich. Weiße Haare, weißer Anzug. Bist du immer noch hier? Was ist mit dem Radiointerview? Und er hat ihn mitgenommen. Ende. Hab nicht mal sein Gesicht gesehen. Der Hausarrest tat mehr weh als der Knöchel, aber die Enttäuschung war am schlimmsten. Wie auch immer, 13 Jahre alt. Du hast wirklich nie sein Gesicht gesehen? Er hat die ganze Zeit runter auf die Bücher geschaut. Und da standen Leute im Weg. Und du hast sonst auch nie ein Foto von ihm gesehen? Online oder in der Presse? Vielleicht. Weiß ich nicht mehr. Dreh's mal um. Nein. Ja, nein. Ja, nein. Nein? Natürlich. Das Erste, was du gesagt hast, war, dass du Ed heißt. Ich muss mir das mit eigenen Augen... Petronius, was habe ich dir gesagt, hä? Sorry, dein Knöchel. Schon gut, schon gut. Ich glaube, der mag mich nicht. Er mag generell keine Frauen, er ist... recht besitzergreifend. Oh, also hast du sehr oft Damenbesuch? Jeden Tag kommt hier ein Wanderer mit einer anderen Ausrede an. Umgeknickt, was verstaucht. Gestern zum Beispiel. Hepatitis. Hepatitis? Warum ist mir das nicht eingefallen? So sexy. Wie auch immer. Ich bin 23. Ich lern's nie. Erinnerst du dich noch an das Lied, das Buster am Ende des Buches singt? Ist von mir. Ist die Musik von dir? Ist ein Buch, das kann man nicht hören. Ich schon. Was? Nein. Nein. Sing! Von wegen. Ja, sing! Nein, nein! Bitte. Sing. 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 Aber ob sie singt oder nicht, das schauen wir uns heute nicht mehr an. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüssi.